Warum Softwarequalität jeden im Team angeht und wie wir das sicherstellen, zeigen wir euch in diesem Video. Also das Thema Qualität, finde ich, wird immer wichtiger. Vor 20 Jahren, da habe ich meine erste Webseite gebaut, das war eine HTML-Datei, die habe ich auf den Server hochgeladen, das war's. Heutzutage ist eine Webanwendung ein Zusammenspiel aus sehr vielen verschiedenen einzelnen Anwendungen, die letzten Endes natürlich auch deswegen sehr viel mehr können wie meine Webseite vor 20 Jahren. Aber das heißt auch, diese ganzen Komponenten, die teilweise nicht mehr von uns entwickelt werden, die teilweise auch zugekauft werden, die müssen wie ein Uhrwerk ineinander greifen, dass das Ganze funktioniert. Und deswegen ist Qualität, finde ich, der Trend auch in der Softwareentwicklung, der immer wichtiger wird. Einerseits wird es natürlich sehr wichtig, andererseits ist Qualität auch etwas, was an sich sehr, sehr viele Facetten hat. Eine Seite ist die externe Qualität, wo es ja eher darum geht, tut die Software das, was sie tun soll? Ist die Software gewinnbringend? Bringt sie Mehrwert? Tut sie das, was gewollt wird von einem Endnutzer. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die interne Qualität, wo es darum geht, ist die Software langfristig wartbar, ist sie nachhaltig gebaut, wie kann ich sicherstellen, dass sie nicht nur jetzt richtig funktioniert, sondern auch später robust weiter funktionieren wird, wenn dann die nächste Anforderung kommt. Und wenn dann nochmal irgendwas geändert werden muss an dem Verhalten. Genau richtig. Und man muss auch ganz klar sagen, unsere Kunden investieren einen Haufen Geld in die Software. Und da ist es auch unser Job, das sicherzustellen, dass die Software in zehn Jahren vielleicht so lange Zeit, aber in 5 Jahren, sagen wir mal, immer noch weiterentwickelbar ist, neue Features hinzufügen kann oder dass man sie halt dann entsprechend modernisieren kann. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da sehr viel Geld investiert und nach 2 Jahren muss man sagen, wir müssen es neu schreiben, weil es ist nicht mehr wartbar. Und das ist genau das, was du mit interner Qualität benennst. In einem Team mit vielen Rollen ist natürlich irgendwo auch jeder für die Qualität zuständig. Teilweise für verschiedene Aspekte. Aber es ist auch immer wichtig, dass jeder auf alles ein bisschen im Blick hat und auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut, finde ich. Es ist wichtig, dass ein Entwickler nicht nur tief in seinem Code steckt, in seine automatisierten Tests schreibt. Es ist auch wichtig, dass der weiß, wo kommt die Anforderung her, macht die so überhaupt Sinn? Ein Entwickler kann, denke ich, auch sehr gut oft beurteilen, Moment, diese Anforderung, die jetzt reinkommt, die passt ja gar nicht zu einer, die ich vor 2 Monaten implementiert habe. Da habe ich sogar noch irgendeine Spezifikation stehen, da habe ich noch einen Test in meinem Code stehen, der sagt, das soll so und so passieren, jetzt kommt eine Anforderung, dass das anders passiert. Da muss auch ein Entwickler hergehen und die Hand heben und sagen, ja, das passt so nicht ganz zusammen. Ich würde sagen, eigentlich müsste das der Product Owner auf dem Schirm haben. Aber du hast recht, in der Praxis kommt das manchmal vor und natürlich ist es dann unser Selbstverständnis als Entwickler auch zu sagen, okay, lass uns nochmal drüber reden und nicht einfach, ich baue es rein, auch wenn es dann hinten und vorne nicht mehr zusammenpasst. Und ich versuche als Entwickler auch immer mal wirklich das Geschäftsmodell, die Fachlichkeit vom Kunden zu verstehen, was tun wir da eigentlich, wie funktioniert das gerade? Weil nur so kann ich halt dann wirklich so ein gesamtes Bild davon kriegen, passt es da rein, funktioniert es? Und natürlich sind wir auch immer ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Anforderungen und der technischen Machbarkeit. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man sehr früh klären sollte, ist es so umsetzbar oder nicht? Oder vielleicht nur durch so einen sehr hohen Aufwand, wo es dann wieder eine Geschäftsentscheidung geben kann, lohnt sich das überhaupt, das umzusetzen oder nicht? Genau. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man als crossfunktionelles Team, wie es so schön heißt, eng zusammenarbeitet, miteinander redet, dass nicht nur der PO am Kunden oder am Endnutzer sitzt und mit denen spricht, nicht nur jemand, der ein Experte für UI, UX ist, mit Endnutzern spricht, sondern auch Entwickler Kontakt zu Endnutzern haben, allein damit sie verstehen,
warum passiert sowas? Wo kommt die Anforderung überhaupt her? Genau, und dann... Was ist das überhaupt? Genau, wie es so schön heißt, Qualität ist Teamsport. Jeder ist für eine hohe Qualität zuständig. Jeder hat ein Interesse, mit unserem Kunden, mit unserem Partner zusammen das Bestmögliche zu schaffen, mit den gegebenen Mitteln natürlich, die da sind. Die sind manchmal mehr, die sind manchmal weniger. Aber so dieses, ich programmiere jetzt das, obwohl ich weiß, das taugt nichts, das gibt es halt nicht. Es ist halt einfach, wir sind ein Team mit unserem Kunden zusammen und wir bauen das Beste, was wir machen können damit. Genau. Es ist ja genauso gefährlich, ein falsches Requirement zu implementieren, als ein richtiges Requirement falsch zu implementieren. Klar, dann habe ich das Falsche richtig implementiert, aber wer hat es am Schluss auch keinen? Genau. Also Testing und vor allem Qualitätssicherung hat ja sehr viele Facetten. Es geht los bereits bei der Aufnahme von den Anforderungen, dass die richtig sind. Da muss eigentlich auch noch mal jemand immer drauf schauen. Und das besprechen wir auch immer im Team, bevor irgendeine Story bei uns eingeplant wird. Das machen wir eigentlich im ganzen Team, weil das ganze Team muss auch verstehen, worum es da geht, bevor ich das anfangen kann. Weil ansonsten arbeiten wir aneinander vorbei. Und natürlich geht es da auch um das Thema, entwickle ich das Richtige oder das Falsche? Also passen die fachlichen Anforderungen. Das ist natürlich besser, wenn ich das vor der Entwicklung merke und nicht erst danach. Und vor allem billiger. Aber wenn man dann die Anforderungen hat und tatsächlich umgesetzt hat als Code, als Software, dann muss der Code ja auch nochmal gegengelesen werden von anderen Kollegen. Auf Vier-Augen-Prinzip machen wir eigentlich immer. Ganz genau. Damit auch die Qualität vom Code gut ist, dass andere den verstehen können, was auch immer eine sehr hohe Kunst ist. Aber auch was sehr notwendig ist, um die Software dann langfristig wartbar zu machen. Genau, absolut richtig. Aber natürlich muss ich auch die Korrektheit der Software überprüfen. Und da habe ich natürlich das große Thema Testautomatisierung, was ja in der ganzen Branche seit, glaube ich, mindestens 10 Jahren ein großes Thema ist. Allerdings sehe ich in der Praxis auch sehr oft, dass zwar kleine Teile getestet werden, aber das Zusammenspiel von den ganzen Komponenten, die ja wie ein Uhrwerk ineinander greifen müssen, dass das zu wenig getestet wird. Und Fans, das ist ja auch so ein Thema, was wir uns ein bisschen zum Steckenpferd gemacht haben, dass wir das ein bisschen mehr nach außen tragen möchten. Und da ist es halt so, da haben wir einen ganzen Werkzeugkasten an Dingen. Wir haben die klassischen Unit-Tests, wir haben Integration-Tests, wir haben UI-Tests und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, viele Leute suchen da immer so nach dieser typischen Silver Bullet, wie überall, so muss ich es machen und dann klappt es immer. Und da hast du mal einen schönen Satz in einem Vortrag gesagt, man darf das Denken nicht ausschalten. Man muss immer selber denken und sich überlegen, was passt für mein Projekt, für meine Situation gerade am besten. Und manchmal muss ich halt mehr Integration testen, manchmal muss ich mehr Unit testen. Manchmal muss ich auch, sage ich auch, okay, ich teste das Ganze als Gesamtes. Ich glaube, die Grenze ist auch immer da, wo halt ein Mensch das Ganze verstehen muss. Also ich habe immer noch irgendwas, ein User Acceptance Testing am Schluss, oder nicht nur am Schluss, wo ich natürlich sicherstellen muss, dass ein Mensch das versteht, was da am Bildschirm erscheint. Und das kann mir ein Computer nicht abnehmen. Ein Computer kann mir nur sagen, die Zahl ist da, aber ob die jetzt ganz lesbar ist oder ob die abgeschnitten ist, da wird es schon schwierig zum Beispiel dann. Wie siehst du das? Ich bin da völlig bei dir. Man kann leider nicht alles automatisieren. Ich bin ein sehr großer Freund von Testautomatisierung. Und es war einer der Höhepunkte meiner Karriere, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, wo mir zum ersten Mal gezeigt wurde, guck mal, wir schreiben hier einen Test dafür. Und das war wirklich ein Segen. Ich muss nicht mehr, wenn ich irgendwas ausprobieren möchte, meine Main-Methode auskommentieren und eine neue hinschreiben, nur um diesen Teil meiner Anwendung, diese Berechnung jetzt testen zu können. Nein, da kann ich separate Methoden dafür schreiben, nur um die Berechnung zu testen. Und dann der nächste Schritt, das wird dann sogar automatisch ausgeführt. Bei jeder Änderung, ja, da geht dann doch das Herz auf. Genau, ich meine, das hat vor allem 2 große Vorteile. Zum einen ist es viel schneller. Ein Computer kann in einer Minute so viel testen wie ein Mensch an einem ganzen Tag. Und das andere ist natürlich auch, der Computer macht es immer exakt gleich. Ich teste auch viel manuell, gerade diese User Acceptance Sachen. Aber ich merke selber an mir, mal setze ich diesen Haken, mal setze ich nicht, mal vergesse ich hier was. Ein Computer macht es immer exakt gleich und sagt mir, der definierte Stand ist da oder ist nicht da.
Es ist einfach so, man muss mitdenken, man muss Tests und ein ganzes Testkonzept richtig entwerfen. Das ist Arbeit, die da reinfließen muss. Und dann muss man sich überlegen, welche Aspekte lohnt es sich manuell zu testen, welche lohnt es sich automatisiert zu testen. Und dann muss man es auch so machen.